Ja, hallo Lieben, hier ist Christian Schirmer, Paterapeut, Beziehungscoach, Psychologe. Bevor ich wieder meinen Arbeitstag auf der Skipiste beginnen muss, mache ich mal noch ein Video. Gibt es wieder Fragen zur Polarität hier von einer Zuschauerin, auch im Zusammenspiel mit Kompatibilität und so weiter. Und da das ja immer wieder so viel gefragt wird, dachte ich mir, beantworte ich da nochmal einige Fragen, habe da auch so einige Gedanken zu. Wollte noch sagen, Hamburg gibt es jetzt auch einen Liebische Praxistag, wenn ihr mal Lust habt, ein Seminar mit mir zu machen. Aline wird auch dabei sein, wenn wir auch Praxisübungen machen, auch draußen. Und wird sicherlich sehr cool und findet ihr auf der Liebeschip-Webseite und weiter in den Verlustangskurs zum Frühbucherpreis auch. Ja, und wenn du auch solche Fragen stellen willst, über ein Formular auf liebeschip.de. Lieber Christian, ich habe inzwischen mehrere deiner Kurse gemacht und schätze deine Arbeit zum Thema Umprogrammierung des Liebeschips und deine Aufklärung zum Thema toxische Beziehungen sehr. Zuletzt habe ich deinen Kurs zum Dating in der weiblichen Polarität gebucht. Jetzt habe ich deinen Kurs so verstanden, dass gerade betonte männliche Autonomie und auch eine gewisse Distanz, die sexuelle Spannung zwischen den Geschlechtern erzeugen und erhalten soll. Ja, also nicht Distanz per se, also Distanz wird dann, also Beziehungen laufen besser, wo es auch mal ein bisschen Luft gibt, auch mal Distanz gibt, nur so ein Spiel von Nähe und Distanz, nicht Distanz allein, was du wahrscheinlich meinst, dass man Männer, die ein bisschen laid back sind und auch eine Mission haben, nicht den ganzen Tag Zeit haben, dass man die polarer findet. Ja, das ist sicherlich so. Und Polarität sorgt für die sexuelle Spannung, genau. Das ist richtig. Für Affären mag das stimmen. Nee, stimmt auch für Beziehungen. Meine Beziehungserfahrung, meine Wahrnehmung in unserer Gesellschaft kriege ich aber nicht mit deiner Lehrmeinung in Einklang. Ich bin stets in die fürsorgliche, weiche Rolle gegangen. Rein äußerlich entspreche ich wohl auch einem gewissen weiblichen Klischee. Insgesamt glaube ich, dass ich bereits intuitiv deine Tipps zur weiblichen Polarität gelebt habe. Meine Partner hingegen waren sicherlich betont maskulin. Aber genau das war mittelfristig für mich frustrierend und verletzend. Seine emotionale Distanz und den Umstand, dass im Zweifelsfall sein Job doch noch wichtiger war als unsere Beziehung, war dann auch der Grund, weshalb ich mich zunächst enttäuscht sexuell zurückgezogen habe und letztlich die Beziehung beendet habe. Ja, das ist ja, ist auch ein ganzes Buchkapitel in meinem neuen Buch. Die größte Falle bei diesem Thema ist, dass man, also die meisten Menschen gehen ja instinktiv auf Polarität, aber eigentlich ist Kompatibilität, also wie ihr zusammenpasst, wie ihr vibet, wie ihr kommuniziert, wie gemeinsame Hobbys, eigentlich viel wichtiger. So, ne? Und man geht auf Polarität und ich sage ja immer, beides, also ich lebe mich ja, also ich sehe mich so als High-Performance-Coach, also und da wollt ihr beides haben in der Beziehung, Kompatibilität und Polarität. Und natürlich wollt ihr einen netten, im besten Sinne des Wortes, einen netten Mann haben, der trotzdem polar ist, so und nicht ein A-Loch irgendwie, der egoistisch ein Ding macht. Also es ist ein Riesenunterschied zwischen einem Mann, der eine Mission hat und trotzdem für seine Frau da ist, wenn sie ihn braucht und präsent ist und emotional verfügbar ist, kann trotzdem seine Mission haben. Das ist halt das Einhorn, ne? Versus zu den vielen Männern, die es gibt, ja, die, ich würde fast sagen, ist eher so eine Art Pseudopolarität, weil, also Polarität feiert immer das andere Geschlecht und will es nicht irgendwie bestrafen oder irgendwie so, also zumindest eine moderne Polarität, wie ich sie sehe. Aber gute Frage, aber nee, dann kommt Kompatibilität zu kurz in deinen Beziehungen. Das ist ja auch die ganze Idee. Es ist manchmal schwer, über Umprogrammierung des Liebeschips und Dating-Polarität oder Beziehungspolarität gleichzeitig zu reden. Ich empfehle das immer so ein bisschen voneinander getrennt zu betrachten, sonst wird es schnell so ein bisschen durcheinander. Also natürlich sollst du dein Liebeschip dann so versuchen umzuprogrammieren, dass du nettere Männer datest, die natürlich trotzdem polar sein können. Ne? Ja, also das, ja, dass das jetzt nicht toll findest, klar, verstehe ich total. Ne? Bei einem egoistischen, distanzierten Mann, da, das ist für mich nicht moderne Polarität, so, ne? Kriege ich als feminine Frau sowieso nie, was ich mir in einer Beziehung wünsche, nämlich Nähe und Geborgenheit. Ja. Wie gesagt, letztlich ist das für mich dann emotional nicht verfügbare Beziehung oder vielleicht toxische Beziehung. Aber das
die haben oft Polarität, aber die haben halt das andere nicht und das ist eigentlich noch viel schlimmer, ne? Denn dann will ich mich auch nicht fallen lassen und hingehen. Ich erlebe und beobachte regelmäßig, dass Männer heute weder Verantwortung in Beziehungen übernehmen, noch echte seelische Nähe zulassen wollen. Ja, ich weiß es nicht. Ihr könnt auch gerne mal dazu schreiben, wie alt ihr seid. Also ich lese das viel, so in den jüngeren Generationen, insbesondere die Online-Daten. Wobei ich höre es auch von Frauen zunehmend in jüngeren Generationen. Also dieses Situationship, sich nicht festlegen wollen, kein Commitment. Ja, ich muss natürlich immer sagen, solange jemand ehrlich kommuniziert, ist aus meiner Sicht alles in Ordnung. Wenn jetzt ein Mann sagt, ich will einfach nur Spaß haben, ich möchte keine Verantwortung übernehmen, das ist ein gutes Recht. Ne? Solange es nicht, was ja häufig so ist, so getan wird, ja, ich will eine ganz committede Beziehung führen und hintenrum wird der letzte Scheiß gemacht. Das ist natürlich nicht gut, aber wenn jetzt jemand sagt, ganz ehrlich, ich möchte keine Verantwortung für dich übernehmen, wir können trotzdem, können wir uns treffen, ist das sein, das darf er wollen, ne? Darf eine Frau auch wollen, es gibt auch Frauen, die das wollen, ne? Ihnen reicht Bettsport, also körperliche Nähe, ja, auch da, solange das ehrlich kommuniziert wird, kann ich da, also das kann man jetzt vielleicht gesellschaftlich beklagen oder so. Frauen wollen das auch, also junge Frauen, habe ich den Eindruck, wollen das auch zunehmend. Vielleicht hat da jede Gesellschaft so, könnt ihr auch gerne mal, wenn ihr ein bisschen jünger seid, also jünger meine ich jetzt so 20er oder so, könnt ihr gerne mal kommentieren. Ja, dann, aber es ist ja nichts falsch dran. Solange es kommuniziert wird, ist es in Ordnung. Und sicherlich ist an dem Spruch ein Körnchen Wahrheit dran. Männer gehen Beziehungen ein, um Bettsport zu bekommen und Frauen gehen Bettsport ein, um Beziehungen zu bekommen. Das ist sicherlich, ist es so, vom biologischen Datingprogramm gibt es da sicherlich Unterschiede. Ach ja, müssen wir irgendwie mit leben, ne? Trotzdem ist es immer noch so, ich denke, das wird sich nicht geändert haben, so die letzten Studien, die ich kenne, findet der meiste Bettsport findet in Beziehungen statt, heiraten wieder mehr Leute, es gibt auch wieder so einen kleinen Backtrend zu Beziehungen. Monogame Beziehung ist ein biologisches Programm des Menschen. Es gibt auch das biologische, es gibt auch eine zweite Fortpflanzungsstrategie, die ist Fremdgehen. Ja, müssen wir mit sehen, was wir damit machen. Aber das wird jetzt alles zu weit führen. Aber in jeder Kultur gibt es monogame Beziehungen. Ja. Wie lange die dauern, ist eine andere Frage. So, und wie gesagt, bevor man immer sich so aufregt über die Männer, sage ich immer, also wir sind in einem Zeitalter, da geht es um Selbstverantwortung. Wen willst du daten? Das ist die Frage. Wen willst du daten? Nicht, wie schlecht ist die Gesellschaft? Wie schlecht sind die Männer? Warum wollen die alle? Ich meine, letzten Endes, ich weiß, was du meinst. Ich tue mich immer ein bisschen schwer mit diesem Bettsport-Ding, weil, mein Gott, worum geht es beim Dating? Um letzten Endes, biologisch gesehen, geht es darum, ne? Also ich verstehe schon, dass du auch mehr willst. Das ist ja auch ein biologisches Programm, dass man gern Sicherheit möchte, emotionale Sicherheit, vielleicht auch eine Versorgungssicherheit. Aber dann guck du, welche Männer du datest, ne? Und ändere das dann, wenn das nicht passt, ne? Im Übrigen machen sie gern ihr Ding, insbesondere beruflich, ohne auf die Partnerin oder gegebenenfalls vorhandene Familie Rücksicht zu nehmen. Ja, das, wie gesagt, das verstehe ich, wenn das so ist, wenn das nicht gut findest, ist klar. Ist wieder letztlich eine Kompatibilitätsfrage, so, ne? Das ist doch an sich männlich, polar im Sinne deiner Lehre, oder? Also eine vorhandene Familie, nichts zu beachten, ist für mich keine moderne Polarität. Also das überhaupt nicht. Also seine Mission haben, ja, aber egoistisch ein Ding machen, nein. Aber trotzdem, das größere Thema ist hier, dass Polarität eben nur ein Pfeiler von Beziehungen ist. Ne?
Ja, es sollte auch jemanden daten, der nett ist und emotional verfügbar ist, ne? Dazu passt auch, dass sexuelle Dienstleistungen immer exzessiver von Männern eingekauft werden. Ja, und siehe mein OnlyFans-Video neulich, was ich gemacht habe, auch exzessiv von Frauen angeboten werden. Also, ich bin ja jetzt kein Sozialwissenschaftler, die Umstände von tatsächlicher Prostitution, weiß ich nicht, ist bestimmt teilweise nicht freiwillig und schlimm und was weiß nicht, aber wenn wir diesen ganzen OnlyFans-Bereich nehmen, wird es exzessiv nachgefragt, was ich total problematisch finde, und wird exzessiv angeboten, was ich genauso problematisch finde und auch für irgendwie eine harmlose Beschäftigung gehalten, was ich überhaupt nicht verstehen kann, ne? Ja. Kursiert ja so als leichte Art, Geld zu verdienen, und ja. Ja, so ist das in unserer Gesellschaft. Aber auch da, letzten Endes, wenn das erwachsene Menschen in einer gewissen Freiheit die Entscheidung treffen, dass sie Dienstleistungen so aus... Wie gesagt, es geht immer darum, um die Freiheit, ne? Und um Fairness, ne? Und wenn man sich fair und frei entscheidet, sich in irgendwelche solche Energien reingeben zu wollen. Aber auch da ist es so, dass die Frauen ja häufig den Männern vorgaukeln, es würde irgendeine Beziehung geben, die es aber natürlich gar nicht gibt, finde ich auch nicht so gut. Ne? Aber wie gesagt, ich bin nicht so der Sozialwissenschaftler. Ich denke immer, versucht euch, ich glaube ja auch irgendwie nicht an Politik oder so, aber na gut, das würde jetzt zu weit gehen. Ganz so schlimm ist es auch nicht. Aber ich denke immer, versucht wirklich in eurem Umfeld eine gute Bubble zu inszenieren und das Leben zu leben, was du leben willst, so gut es geht. Und nicht so in, man kann ja nichts machen, Gefühle zu verfallen. Das wäre so mein Tipp, ne? So. Das ist die pragmatische Art und Weise, sein Bedürfnis nach sexueller Stimulation befriedigt zu kriegen, ohne in irgendeiner Form Rücksicht auf die Wünsche und Interessen einer Partnerin nehmen zu müssen. Ja, aber ja, wie gesagt, auch die, ich bleib jetzt mal, weil ich kenne mich da in gewerbsmäßiger Nachtleben, kenne ich jetzt nicht aus, aber bleiben wir mal diesen OnlyFans-Geschichten, diese virtuellen Dienstleistungen. Ja, die Frauen nehmen auch keine Rücksicht auf die Männer, und bleiben wir mal dabei. Es ist für mich leichter überschaubar. Und nochmal, wenn ein Mann sagt, was ich schade finden würde und eine niedrige Energie finde, ja, das reicht mir. Du wirfst den Männern ja vor, sie würden nur Bettsport suchen. Wenn jetzt die Männer aber sagen, okay, ich will dich nicht belasten damit, dass ich nur das suche, ich hole mir das jetzt woanders und tu gar nicht so, als wollte ich Beziehungen eingehen, ist auch wieder falsch. Das passt ja irgendwie nicht zusammen, ne, finde ich. Also meiner Ansicht nach wäre ein gutes Ziel einfach von, auch wenn das zu unserem Leben und Grundbedürfnis ist, Bettsport, ja, sich davon nicht so abhängig zu machen, und halte ich immer für oft höher schwingenden Weg, so, aber das ist nur meine Meinung. Meiner Wahrnehmung nach ist ein gewisser männlicher Egoismus ein großes Problem in unserer Zeit. Ja. Also, wie gesagt, ich bin kein Sozialwissenschaftler, aber wenn ich die Männer lese, die mir schreiben, die haben egoistische Frauen, jetzt kann man sagen, ja, mir schreiben mehr Frauen als Männer. Ich weiß nicht, ob man immer so die Geschlechter gegeneinander ausspielen sollte, weil ihr wisst sicherlich, also kann ich es mir aus eigener Erfahrung sagen, können Frauen auch extrem egoistisch sein, und ich habe große Zweifel, dass es da Unterschied gibt zwischen den Geschlechtern. Also wirklich, also Ego ist halt ein riesen 3D-Thema, wie ich immer sage. Dass das jetzt die Frauen, die lieben sind, die kein Ego haben, da, also auf das Boot steige ich nicht, das muss ich ganz klar sagen, ne?
Ich sehe in unserer Gesellschaft immer mehr mit Care-Arbeit alleingelassen und überlastete Frauen am Rande des Burnouts, denen letztlich Altersarmut droht. Ja, wie gesagt, ist sicherlich so. Ich versuche immer so ein bisschen eine andere Perspektive reinzubringen, aber das ist eine korrekte Perspektive, denke ich. Das ist so. Und ja, Altersarmut, ja, das kann man natürlich wieder sagen. Also ich wäre vorsichtig, in unserer heutigen westlichen Gesellschaften zu leicht zu sagen, dass Frauen immer die Benachteiligten sind, weil ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, ja, und während die Frau die Altersarmut droht, ist der Mann häufig schon längst tot, weil der einfach mal 5, 6, 7, weiß ich nicht genau, wie die Zahlen jetzt sind, 8 Jahre früher stirbt und öfter im Knast sitzt, öfter sich umbringt, öfter Drogenprobleme hat, siehe Ukraine, in den Krieg ziehen muss. Ja, also es ist, wie gesagt, wenn wir jetzt auf Iran gucken und so, macht das alles anders sein. Aber wie gesagt, ich bin kein Politiker. Und ich habe ja gerade auch viel Studien gewälzt, wenn man sich die Nordländer anguckt, die ja so fortschrittlich sind, Schweden, Finnland und so weiter. Da gibt es ja den paradoxen Effekt, dass gerade in diesen besonders genderliberalisierten Gesellschaften einfach auch viele Frauen, wenn sie die Freiheit haben, auch gern in Care-Arbeit gehen, die natürlich sicherlich nicht unbezahlt gemeint ist, sondern bezahlte, und natürlich sollen sie nicht altersarm werden und natürlich soll niemand einen Burnout haben, ne? Ich verstehe mich jetzt hier nicht falsch, aber das greift immer, das ist für mich, man muss wirklich vorsichtig sein mit so sehr einfachen Aussagen, sie kann man, ich denke, hoffe ich, kann mich hier verständlich, was ich sage. Im Durchschnitt stehen Männer dagegen immer noch wirtschaftlich besser da und finden letztlich nur deshalb oft keine Partnerin mehr, weil die realen, Männer stehen, glaube ich, besser da. Die Red Pillar würden jetzt wieder sagen, naja, Männer wissen halt, dass Frauen Status selektieren und geben viel mehr Energie rein im Beruf. Das würden die jetzt sagen, ne? aber tatsächlich ist es so, dass, ich glaube, es ist nur eine Frage, also wenn das tatsächlich noch so ist, das ist, glaube ich, noch so, ist es, glaube ich, nur eine Frage der Zeit, weil Frauen sind durchgängig besser ausgebildet inzwischen. Und junge Frauen müssen sich keine Sorgen machen, dass sie nicht gut bezahlte Arbeitsplätze kriegen können, wenn sie die entsprechende Ausbildung haben. Das ist, glaube ich, noch so, aber ich glaube, das ist wirklich, auch da gibt es dieser Gender Pay Gap, habe ich mir auch viel zugelesen. Gibt es sicherlich, aber ist nicht so leicht zu berechnen. So. Also das, weil viele Frauen arbeiten ja auch mehr Teilzeit und was weiß ich. Naja, lassen wir das mal. Wie gesagt, Politik ist ja nicht so mein Ding. Stehen Männer deutlich besser da und finden letztlich nur deshalb oft keine Partnerin mehr, weil die realen. Na, ich höre eigentlich inzwischen zunehmend von dem Problem, dass, also Frauen wollen ja gern im Mittel einen Mann haben, der mehr verdient. Und dass das zunehmend gar nicht mehr der Fall ist, weil Frauen, wie gesagt, immer besser ausgebildet sind, immer mehr verdienen. Das höre ich eher als Problem so, aber naja, gut. So, jetzt will ich das eigentlich mal zu Ende lesen. Finde deshalb oft keine Partnerin mehr, weil die realen, etwa gleichalten Frauen ihrer durch Pornografie und geschönte Social-Media-Bilder geprägte Idealvorstellung der deutlich jüngeren Traumfrau nicht entsprechen. Ja, das stimmt, da gibt es auch Studien. Nur, das trifft ja auch Männer genauso zu, ne? Ich meine, was für Männer? Es werden auch nur Männer mit krassem Bodybuilding-Körper gezeigt, wenn ich mal so ins Trash-TV gucke oder so. Social-Media-Bilder von Männern sind auch geschönt. Wenn du als Mann nicht die richtige Größe hast und was weiß ich. Und wir haben Female Choice, also das kann man, glaube ich, nicht leugnen. Und die Studien über Dating-Apps sagen ganz klar, dass das pro Frauen und kontra Männer ist, ne? Zumindest bis zum gewissen Alter. Ja, dann macht sich das vielleicht auch mal drehen. Aber
so über weite Lebensbereiche sind definitiv Frauen auf dem Datingmarkt bevorzugt. Das muss ich leider sagen, ne? Was hat das mit mangelnder weiblicher Polarität der Single-Frauen zu tun? Ja, wie gesagt, du wirfst hier so viele Sachen in einen Topf, ist auch gesagt, alles gut, lese ich gern vor, beantworte ich gern. Also ich komme mal wieder zurück. Du musst dir überlegen, wen du daten willst. Und wenn das die Männer, die du datest, nicht dementsprechend, was du daten möchtest, dann würde ich gucken, was du ändern kannst. Das ist so meine Lehre, was du ändern kannst. Weil es gibt andere Männer, dass du die rausfindest und nicht immer die gleichen datest. Das ist ja diese Liebeship-Arbeit. Und da würde ich nicht auf die Gesellschaft gucken. Ich glaube, das lenkt einen nur ab. Das ist auch nur, letztlich meiner Ansicht nach, nur eine Story. Jetzt in unserer Gesellschaft eigentlich in weiten Teilen wirklich nur eine Story, die man sich erzählt. Und anstatt einfach ja eine gesunde Selbstverantwortung zu kommen und das anzupacken und ja sich das zu suchen, was nicht leicht ist, was man gerne haben möchte, ne? Das ist so, das ist meine Lehre, ne? Aber vielleicht versteht ihr auch falsch. Weitere Erläuterungen zu deinem Verständnis der Polarität würde mich sehr interessieren. Ja, hiermit passiert und wir sehen uns bald wieder. Ciao, ihr Lieben.